Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Joe's Diner. Wir sind jetzt in Schicht Nummer 10 und müssen 10 mal Sachen abräumen. Und ich nehme mal jetzt an, dass einfach die Frequenz der Sachen, die hier passieren, steigt. Denn die Anzahl der Sachen, die ich wegbringen muss, die steigt nicht mehr. Jetzt lacht er schon, bevor er was macht, oder wie? Oder habe ich irgendwie ein Geräusch überhört? Oh, was war das denn? Was war das denn gerade für ein Geräusch? Nicht, dass hier gleich irgendwie die Wände einkrachen oder so. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich die Jungs von... Hier liegt eine Tüte auf dem Boden. Dass die Jungs von VIS sich da noch ein paar Sachen haben einfallen lassen, um das jetzt noch nach hinten raus zu steigern. Gerade jetzt Level 10 und so, ne? Da wird's ja nochmal... Jetzt ist der die ganze Zeit am Lachen hier. Da wird's ja zweistellig, vielleicht, Vielleicht kommen da ja noch ein paar neue... größere neue Elemente dazu. Zum Beispiel irgendwie runterfallen, Spiegel oder sowas Lustiges. Was mich an Loriot erinnert, das Bild hängt schief. Ich bin auf die Chipstüte draufgetreten, das war's. Ich kann das also verhindern, indem ich die einfach mal auffresse. Ich glaube, wenn ich zu häufig auf die Chipstüten latsche, dann ist es natürlich auch zu laut, klar. Das heißt, neu, ich muss jetzt darauf achten, wo ich hinlatsche. Wie oft will er den hier eigentlich noch einschalten? Da liegt noch eine. Und die kann ich halt aufheben und wegessen. So, noch 4 essen. Vielleicht ist es auch so, dass solange die irgendwo anders liegt, dann keine neuen mehr spawnen. Dann sollte ich die vielleicht mal liegen lassen, wenn die irgendwo liegen, wo sie mir nicht im Weg rumliegen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da zum Beispiel, da muss er ja nicht mehr hin. Schauen wir mal, ob mehrere davon spawnen. Nicht, dass hier gleich alles voll ist, voll Tüten. Da liegt in der Tat noch eine. Das sind ja schon mal 2 Tüten. Ja, wir müssen noch ein Geschirr wegräumen. Aber wegen der Lautstärke hat das noch nicht gecached, ne? Wir hatten das jetzt nur einmal gekriegt, weil wir zu langsam waren. Weil wir halt das letzte Gedeck nicht gefunden haben. Also immer wenn er lacht, hat er irgendwo eine Tüte hingeschmissen. Scheint es mir. Welches Telefon ist das? Das ist das... Ja, genau. Genau reingelatscht, sehr gut. Wo ist das letzte Teil? Ich find's nicht. Nicht, da nicht. Da ist er. Da war noch eine Schale. Oh, das ist knapp, 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 schnell, rein, 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 rein. Das war knapp. Das war ganz schön knapp. Guckt euch das an, ey, das waren 3 Sekunden oder so. Ui, 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 ui. So, Schicht Nummer 11, 10 Teile. Willi go. Einmal Flasche. Zack. Da liegt die Schildtüte von eben immer noch. Noch eine Flasche. Ha, ich hab doch... Also der Typ, der dreht irgendwann richtig am Rad. Ihr merkt das schon. Da müssen wir jetzt auch aufpassen. Wenn er lacht, dann wissen wir ja schon, dass er irgendwo eine Tüte wieder hingeschmissen hat. So, da merken wir uns mal, da hinten stand noch so eine Bagel-Dose.
nicht, dass mit den Tüten noch irgendwas anderes passiert mal irgendwann. Also von der Atmosphäre her, wie gesagt, es ist nicht so das Grusel- und Schauerspiel bis jetzt noch nicht so, wie es halt Palmview Drive ist. Aber auch wieder eine nette kleine Ausprobieridee, wenn man jetzt beides noch kombinieren könnte. Ach nee, dann haben wir wieder so, dass wir wieder durch so Gemäuer rennen müssen. Auf Zeit, das wollen wir ja auch nicht. Hat aber jetzt schon irgendwas von deiner Dash, nur umgekehrt, ne? Dass wir servieren nicht, sondern wir räumen sozusagen ab hier. Einmal volle Lotte. Ist er da wieder irgendwo eine Tüte hingeschmissen? Wie der lacht. Und da geht wieder das Handy. Und da liegt wieder eine Tüte. Also Obacht. Aufpassen, wo wir hinlatschen. Und irgendwo hier stand doch noch so ein Burger-Ding rum. Da steht noch eine Flasche. Alter, diese Lache, ne? Jemand steckt die an. Und ich glaube auch, wir müssen so Sachen wie das Handy dann auch sofort ausmachen. Wenn zwei Geräusche parallel kommen, dann können wir auch nur noch gehen und dann haben wir echt die den Kampf verloren hier. Oder Chipstüte plus zwei andere Geräusche oder sowas halt. So, Chipstüte aufheben. Ich glaube, selbst das Kauen wird als Geräusch gewertet. Das ist natürlich hart, ne? Wenn man das ja schon so irgendwie wegkriegen will. Und nochmal beeilen. Noch eine Chipstüte. So, Essen haben wir. Essen haben wir fertig. Jetzt geht es nur noch darum, hier die Schicht zu Ende zu bringen. Schicht Nummer 11 überstanden. Eieieiei. Das wird ja langsam, aber sicher richtig eng hier. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich muss dann ganz kurz eine Sache nachschauen. So. Weiter geht's. Zehnmal Schritt Nummer 10 mal Essen. Und wir sind in Schicht Nummer 12. Zack. So. Und noch 7. Wie viele Tüten lässt der denn hier hinfallen? Und nochmal Gebimmel. Und da, mitten auf dem Weg hier eine Tüte rum. So. Und noch 5.
Und da müssen wir uns mal merken, da steht noch so eine Flasche rum. Zack. Und da steht auch eine Flasche rum. Wie gesagt, also ich hätte ja schon längst diese Tür hier irgendwie mit WD-40 torpediert und ausgebaut und eine Schwenktür reingemacht und alles Mögliche, wenn ich doch weiß, dass hier... Oh, ich doch weiß, dass hier so ein Typ rumlatscht, der Chipstüten auf den Boden schmeißt. Was ist denn jetzt? Ist der Kühlschrank, ne? Nee. Das ist diese Eismaschine. Aber ich glaube schon, wenn jetzt noch eine zweite Maschine angehen würde, dann hätten wir schon relativ hochgradig verkackt. So, eins noch. Also kauen... Kauen zählt offenbar nicht rein als Geräusch. Hilfe, ich habe eins übersehen. Nein, da ist eine Flasche. Jetzt aber schnell. So. Ey, und ich denke gerade noch, wo ist der Typ, dass der wieder so lacht und wo hat er jetzt wieder was hingeschmissen und zack, bin ich wieder reingelatscht. Oh Mann. So, ja, gleich ist rum. Gibt's eigentlich einen Chipstüten-Bonus irgendwie? 50.000 Chipstüten fressen? Das wäre doch mal was, oder? Jawoll! Schicht überstanden. Herzlicher Glühstrumpf. Und 10-mal abräumen. Und wahrscheinlich mit noch mehr Chipstüten. Hat er wieder wo eine hingeschmissen? Dann hört man schon wieder lachen. Die Sau. Auch mal eben die Fritteuse anschmeißen. Warum auch nicht, ne? So, ja, da hast du Spaß, ne? Aber ja. Ist mir schon klar, dass du da Spaß hast. So, noch 7. Noch 6. Noch 5. Das ist das normale Telefon, ne? So. Netter Versuch. Noch 4. Kann ich mal einfach mit der Staubsauger hier angehen? Ist immer so schön einfach. Der ist überhaupt nur in den ersten Leveln mal, ne? Oh. In den ersten Level mal eingesprungen. So, noch 3. Noch 2. Schon mal irgendwo gucken, wo die Sachen rumstehen können, denn im Moment sehe ich wieder nichts, sondern nicht, dass wir daran scheitern, dass wir immer das letzte Teil nicht sehen.
denn? Kaffeemaschine. So, eins noch. Ja, jetzt haben wir nämlich genau den Salat wieder. Wo ist das eine fehlende letzte Teil? Während die Zeit langsam nach vorne rennt. Da! Jo, ihr seht es, wieder geschafft. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es ja heißt, wir spielen Joe's Diner. Bis dahin sage ich mal besten Dank fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann schauen wir mal, was in Level 14 so geht. Also bis dann, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.